mein Make-up. Ich puzzle. Also das Geschehen hier gerade angeschaut. Happy Halloween! Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ihr wisst eventuell, dass so professionelle Make-up-Artist, Schminke, Bodypaint und so weiter sehr, sehr teuer sein kann. Ich dachte mir aber, was ist, wenn es nicht teuer sein muss? Ich war nämlich letztens bei Teddy so ein bisschen Dekoration einkaufen und habe das hier gefunden. Das sind solche Schminksets, Kits, womit du immer so einen bestimmten Look schminken kannst. Und die kosten, wie ihr sehen könnt, 3-4 Euro. Also so wie das hier abgebildet ist, so sollte theoretisch der Look hier am Ende aussehen. Und ich finde, das sieht doch ziemlich vielversprechend aus. Aber ob das wirklich so einfach ist und ob man das mit der Schminke da drin auch wirklich genauso hinbekommt, das teste ich heute für euch. Und um das auch wirklich fair zu machen, werde ich alle drei Kits verwenden. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich glaube, ich möchte mit dem Zip hier starten, weil das irgendwie so dieses klassische Make-up ist, das vor ein paar Jahren alle gemacht haben. 4 Euro hat mich das gekostet und dabei sind zwei Farben, einmal schwarz, einmal weiß. Und ich glaube, in dem Weiß ist auch ein kleines Härchen drinnen. Dann haben wir flüssiges Latex, Blut, natürlich den Zip und zwei solche kleinen Schwämmchen, obwohl die eher aussehen wie so Küchenschwämme. Machen wir das gute Stück mal auf. Oh, da ist ja noch was drin, das habe ich gar nicht gesehen. Ein Pinsel, sogar ein Pinsel ist dabei, cool. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob da irgendwie eine Anleitung dabei ist. Hier hinten steht irgendwie was. Okay, da hinten sind nur die Vorsichtsmaßnahmen. Die sind ziemlich lang. Egal. Ich glaube, meine Anleitung ist das, was ich gerade zerrissen habe. Ich glaube, das hier wäre die Anleitung gewesen. Aber man kann es eh noch so ein bisschen erkennen, wenn ich die zwei dann wieder so zusammenstecke. Ja. Yeah. Also zuerst muss ich mich mal weiß anmalen und dann den Zip aufkleben. Das heißt, ich brauche meine weiße Farbe. Und ein Schwämmchen mal. Noch kurz meine Haare zurückbinden, damit die nicht voll weiß werden. Meine coole Spinne hier habe ich übrigens auch von Teddy. Und ich weiß jetzt gar nicht, okay, das sind so Fettfarben. Das heißt, die sind so, ja, fettig, ölig. Das heißt, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mit dem Schwämmchen hier rein. Und ich darf auch wirklich nur dieses Make-up da drin verwenden, okay? Das ist die Challenge. Das verteile ich jetzt eigentlich auf meinem ganzen Gesicht. Das funktioniert irgendwie besser, als ich gedacht habe. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe, aber es wirkt irgendwie wie eine ganz normale Farbe. Also ist es jetzt die beste Farbe, die ich je verwendet habe? Nein. Aber es könnte echt schlimmer sein, weil weiß ist generell eine schwierige Bodypaint-Farbe. Also die sieht meistens immer so ein bisschen blöd aus. Aber die deckt sogar relativ gut. Sie ist halt sehr, sehr schmierig. Also ihr seht eh, wie ich hier so glänze. Und der Schwamm ist ein bisschen doof. Weil ihr seht richtig, das ist wie ein Küchenschwamm, das ist nicht so wie so ein Make-up-Schwämmchen. Das heißt, man hat dann hier im Gesicht überall diese, so wie eine Art so Stempel vom Schwamm, also diese kleinen Rillchen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich lasse jetzt hier die Stelle mal so ein bisschen frei. Das hat sie in der Anleitung nicht gemacht, aber ich denke schon ein bisschen mit. Und so kommt hier der Zip mit dem Kunstblut hin. Das heißt, ich muss das jetzt nicht unnötig weiß anmalen. Okay, ich nehme alles zurück. Das sieht schon ziemlich ekelhaft aus. Und wenn ich mir das jetzt so genau anschaue, sieht es fast so aus, als wäre das so weißer Schimmer. Ich glänze doch extrem, oder? Ist da Schimmer drinnen? Ich habe für mein Gesicht jetzt übrigens circa so viel gebraucht. Ich werde jetzt aber versuchen, das irgendwie noch besser hinzukriegen. Also ich will wirklich dem eine faire Chance geben. Das heißt, vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin, dass das ein bisschen ebenmäßiger ist. Und also ich weiß nicht, was ich gegen den Glanz tun soll. Also je mehr man drauf geht, desto besser deckt es natürlich auch. Aber desto glänzender und ekelhafter wird es auch irgendwie. Also ich glaube, wenn man das abpudert, ich weiß nicht mal, ob man das abpudern könnte, weil das so sticky und ist. Meine Challenge war es ja wirklich, nur die Produkte von diesem Kit zu verwenden. Das heißt, für mich gibt es kein Puder. Ich würde sagen, ich bin weiß genug. Die Farbe ist auch fast aufgebraucht. Und wir gehen weiter zum Zipverschluss. Auf den bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich wünschte, die hätten irgendwie eine Anleitung, damit ich das so gut wie möglich machen könnte. Okay, hier haben wir den Zip. Der hat hinten so Klebestreifen. Das ist cool. Warte, soll ich mir den jetzt mit doppelseitigem Klebeband ins Gesicht kleben? Also ich muss den auf jeden Fall mal aufsippen. Und der kommt dann so rum, irgendwie so in mein Gesicht rein. Also wisst ihr, was ich richtig kacke finde? Meine Anleitung, meine kleine unnötige Anleitung hier oben, die sowieso irgendwie nicht weiterhilft, ist in drei Teile zerteilt, okay? Erster Teil, das hier. Zweiter Teil, das hier. Dritter Teil, das hier. Also ich muss das drei Sachen zusammenhalten, um das entziffern zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber bei ihr sieht das so aus, als wäre das hier oben und hier unten, also die Teile abgeschnitten. Also das hier meine ich, da hat sie irgendwie nichts. Das startet gleich bei diesem Zip-Ding. Also ich glaube, eine Schere darf ich verwenden, nur kein anderes Make-up, oder? Das heißt, ich schneide das jetzt auch ab. Ich glaube, sonst sieht das blöd aus. Hier unten auch noch. Der Nagelschere.
Und jetzt nehme ich an, ziehe ich diese Klebestreifen hier ab. Ganz ehrlich, ich finde das gerade schwieriger, als wenn ich so einen professionellen Look schminke, weil ich mich einfach null auskenne, was ich hier machen soll. Und ich glaube, ich klebe mir den jetzt einfach. Oh, das klebt sogar. Oh, das klebt doch nicht. Das klebt doch nicht. Klebt ja gar nicht. Hä? Okay. Muss ich das doch mit Latex aufkleben? Das klebt nicht. Ich spüre das doch. Nee, das klebt nicht. Mein Make-up. Ich bin auch überall schon schmierig. Das ist so. Tu das kurz ein bisschen nachbessern. Das Gute ist, wenn das die ganze Zeit so nass und ölig bleibt, dass ich das immer schön wieder nachblenden kann. Dann nehme ich jetzt mal das Latex und schneide mir das auf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Pinsel ist für das Latex vielleicht, dass man das auftragen kann. Ich meine, für was anderes kann man diesen kleinen Borstenpinsel eh nicht verwenden. Okay, dann probieren wir es einfach mal. Ich tauche den hier schön ein. Und dann trage ich mir erstmal eine Schicht auf mein Gesicht auf. Da, wo der Reißverschluss, also der Zip, dann gleich hinkommt. Okay, das sollte reichen. Und dann trage ich noch eine Schicht hier hinten auf den Reißverschluss auf. Und jetzt sollte das hoffentlich besser kleben. Wenn das jetzt noch immer nicht klebt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also gute Neuigkeiten, es klebt. Schlechte Neuigkeiten, es sieht richtig belämmert aus. Also irgendwie sieht der Zip bei ihr am Ende so richtig dünn aus, so als wären das nur die Metallteile. Also welche hätte ich da so schneiden sollen, aber bei denen ist es ja auch noch schwarz dabei. Wieso ist da keine Anleitung und wieso soll ich den schneiden? Wieso geben sie denn nicht gleich einen geschnittenen Zip rein? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Geh über den Zip nochmal mit Latex drüber. Vielleicht kann ich das ja irgendwie so machen. Also von allen Halloween-Looks, die ich dieses Jahr geschminkt habe, bringt mich der am meisten an meine Grenzen. Dieses Latex lassen wir jetzt trocknen. Ich wollte damit so ein bisschen einen Übergang irgendwie schminken vom Zip zu meinem Gesicht, was, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert hat, weil dieser Zip irgendwie extrem so steif ist. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen mit dem weißen Bodypaint drüber zu gehen. So ein bisschen einen Übergang machen vielleicht. Leute. Ich habe so das Gefühl, ich mache das immer nur schlimmer und schlimmer. Also das sieht ja wirklich grandios aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar ist das das hier. Ja, basically den Look fertig machen. Also diese Anleitung ist wirklich 1A. Ich glaube, es ist so, dass man zuerst schwarz nimmt und das hier drinnen ausmalt und dann mit Kunstblut drüber geht. Das heißt, ich mache das jetzt auch. Bin gespannt, wie das Schwarz hier so ist. Das ist auch wieder sehr ölig, aber das macht ja eigentlich nichts, weil das Blut muss ja sowieso so ein bisschen sticky aussehen. Okay, so, ich glaube, das ist gut genug. Da kommt jetzt sowieso das Blut drüber. Ich weiß nicht genau, womit ich das Blut auftragen soll, aber ich nehme mal an, auch mit so einem Schwämmchen. Schneiden wir das mal auf. Ich finde das so lustig, dass die in solchen kleinen Verpackungen kommen. Fast so wie so eine Mini-Blutspende. Boah, das ist so richtiger Batzen. Boah, das ist wie Wackelpudding. Das ist ekelhaft des Todes, wirklich. Das heißt, dieses Blut, verteile ich jetzt auch nochmal hier überall drüber. Mit diesem Schwämmchen kann man halt echt nicht genau arbeiten, das ist ein bisschen nervig. Aber ich muss schon sagen, das sieht schon ein bisschen grauslich aus hier drunter, oder? Also mit dem Schwarz und dem Blut. Sieht schon echt aus, als hätte ich mir da irgendwie, sind mir da jemand die Haut abgerissen. Also der Schritt war jetzt ganz okay, hat gut funktioniert. Und als letzter Schritt ist da, glaube ich, angegeben, Kostüm anziehen. Da ist aber irgendwie kein Kostüm dabei, das finde ich ein bisschen doof. Außerdem hat die Person hier ihre Augen geschminkt und ich nicht. Das könnte ich versuchen, noch so ein bisschen mit dem Schwarz hier zu machen. Boah, schaut euch mal das Weiß hier unten an. Das ist ja... Ich habe das Gefühl, es wird nur immer hässlicher. Ich setze mir jetzt auch eine Perücke auf und schaue, dass ich irgendwas Ähnliches wie der finde. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem fertigen Look. Wow. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich einer meiner schönsten Halloween-Looks, die ich je geschminkt habe. Und ist auch sehr praktisch, weil es kleben auch keine Haare dran und es ist sehr angenehm, das zu tragen mit dem Zip und so. Aber Leute, wenn man ein Auge zumacht und mit dem anderen schielt und da auf uns drauf schaut, dann sieht man da schon eine Ähnlichkeit, oder? Ich meine, ich hab mir Mühe gegeben. Also Halloween-Set Nummer 1 ist durchgefallen. Aber ich glaube, wenn man ein paar mehr Utensilien verwenden würde, zum Beispiel Puder und vielleicht einen besseren Zip oder das halt besser abkleben könnte mit Klopapier oder sonstigen, dann könnte es auch theoretisch ganz okay aussehen. Aber nur mit dem Set an sich. Ich werde mich jetzt kurz abschminken und wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Set. Damit ich gleich komplett die Nerven verliere, machen wir mit etwas ein bisschen einfacherem weiter. Und zwar Dracula bzw. ein Vampir. Das hat tatsächlich nur 3 Euro gekostet. 3 Euro. Ich würde sagen, das ist richtig günstig. Dabei haben wir einen Doppelschwamm-Applikator. Zähne, es sind Zähne dabei. Dann Bodypaint in Form von einem Sarg, was ich sehr cool finde. Und Fake-Blut.
Und das absolut Coolste ist, diesmal haben wir nicht mal ein bisschen eine Anleitung dabei. Diesmal ist gar nichts dabei. Das heißt, ich kann das jetzt ohne schlechten Gewissen einfach aufreißen. Und ich will mir jetzt diesen Sarg anschauen. Ist da wirklich, da ist nur weiße Farbe dabei. Wisst ihr, das habe ich mir von Anfang an gedacht. Das finde ich so ein bisschen komisch, weil der ist doch, wie wir hier sehen können, auch teilweise schwarz. Wo kriegen wir denn die schwarze Farbe her, wenn es hier nur weiß gibt? Das frage ich mich. Oder ist in diesem Sarg irgendwie noch was versteckt? Ist das... Ah! Oh, das finde ich cool. Also ganz ehrlich, für 3 Euro voll kreatives Verpackung. Kreative Verpackung natürlich. Hier, das ist das Schwarze. Ich dachte nämlich, das ist Verpackung, aber das ist schwarzes Bodypaint hier. Und das hier ist das Weiße. Sehr, sehr cool. Okay. Ich würde sagen, wir starten ja auch mit dem Bodypaint. Dann kommt das Blut und dann ganz am Ende gebe ich mir die Zähne rein. Die schauen ein bisschen... Die schauen... Ja. Wir werden sehen, wie es wird. Nicht so vielversprechend aus. Jedenfalls, wir haben zum Auftragen von dem Bodypaint das hier bekommen. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich eine Stunde sitzen, dass ich das hinbekommen habe. Aber meine Mission ist jetzt, dass ich wirklich am Ende so aussehe. Das heißt, wir starten jetzt mal. Womit starten wir am besten? Mit dem Weiß. Und ich verwende diesmal ein bisschen weniger. Gehe hier rein, ja. Ich will, dass mein Gesicht nur so ein bisschen heller aussieht. Also nicht so wie vorhin, sondern nur so ein bisschen so einen helleren Touch, so circa. Wir haben tatsächlich auch nicht so viel weiße Farbe, das heißt, ich muss ein bisschen sparsam damit umgehen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal kurz mit meinem Finger rein, weil irgendwie dauert mir das hier gerade zu lange. Mhm, ja, das ist besser mit dem Finger. Also irgendwie sieht das gerade ja nicht schlecht aus, aber irgendwie habe ich auch gleichzeitig das Gefühl, dass sich einfach nichts in meinem Gesicht verändert. Bin ich schon irgendwie weißer geworden? Tut sich irgendwas? Okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Ich mache das jetzt auch wieder mit diesem Schwämmchen. So, ich trage es grob mit dem Schwämmchen auf und dann verblende ich das mit meinen Fingern. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Ja, ja, so ist es super. Mhm. Sieht auch viel, viel besser aus als vorhin. Also ich glaube, ich habe langsam den Dreh so ein bisschen raus. Oh nein, da ist ein bisschen schwarz drinnen. Nein, nein, nein. So, ich würde sagen, das reicht jetzt. Ich habe zwar noch einiges an Farbe übrig, weil das geht da relativ tief rein. Das heißt, es ist doch mehr, als ich erwartet habe, aber... Ich finde, es sieht gerade relativ okay aus und ich will es jetzt irgendwie nicht ruinieren, indem ich da wieder zu viel drauf klatsche. Das heißt, ich lasse es jetzt so. Bis jetzt läuft alles rund. Weiter geht's mit Schwarz. Dafür verwende ich jetzt die andere Seite von diesem Schwammding. Und ich versuche einfach so seinen Look hier nachzuschminken, weil ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Also hier mal so seine Wangenknochen so ein bisschen. Ich tauche dafür übrigens immer schön brav in den Sarg hier ein. Ach, das passt so. Dann von der Nase weg. Wow, ich glaube, ich habe es jetzt schon verkackt. Ich mache jetzt nur mal ungefähr so die Stellen, wo das dann hinkommt und am Ende verblende ich das alles noch so ein bisschen schöner, was generell. Ich versuche es zumindest ein bisschen schöner zu machen. Ganz ehrlich, findet ihr, sieht das gerade vielversprechend aus oder nicht? Für mich irgendwie nicht wirklich. Also da sieht er wirklich um einiges besser aus. Aber wir verblenden das Ganze jetzt. Ich verblende das mit diesem kleinen Ding und mit meinen Fingern, weil andere Pinsel sind nicht erlaubt. Also ich muss schon sagen, das Schwarz ist echt ein bisschen tricky. Ich glaube, ich würde so Schattierungen und sonstiges sonst normalerweise mit eher Lidschatten zum Beispiel machen. Da kann man irgendwie nicht so gut... Also man kann schon verblenden, aber man kann auch nicht so gut dünne Linien ziehen, weil dieser... Ach, es ist generell... Es ist schwierig. Es ist machbar, aber es ist echt schwierig. Also das hier funktioniert gerade ganz gut, oder? Ich meine, es sieht nicht gut aus, aber es sieht nicht katastrophal aus. Ich habe so das Gefühl, ich befolge so die Anleitung relativ gut, so was er hat, aber irgendwie sieht es bei ihm aus wie ein Dracula und bei mir schaue ich mit der aus wie so eine Mörderpuppe oder sowas. Die Sachen hier muss ich ausmalen, das sollte relativ okay. Also es funktioniert, ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, aber so, wenn ich dann streiche, dann so, dann löst sich es immer wieder und ist halt echt nicht so gut pigmentiert. Das heißt, man muss so richtig viel nehmen und dann wird es wieder so ein öliger Batzen so. Dann noch das Dreieck auf der Stirn. Ich glaube, ich muss mir jetzt so ein bisschen in meine Haare reinmalen. Oh. Naja, ich muss heute eh Haare waschen, das ist okay. Dann versuche ich mir jetzt auch noch so böse Augenbrauen aufzumalen. Okay, das funktioniert sogar relativ gut. Und ich glaube, ich bin jetzt fertig mit der schwarzen Farbe. Irgendwas stimmt da nicht ganz, weil ich sehe einfach null so aus wie dieser Dude hier. Aber ich habe mein Bestes. Wisst ihr was? Das da. Das ist komplett falsch. Irgendwie sieht er so gruselig zornig aus und ich sehe so voll arm aus wie dieses Emoji, dieses... Ah, vielleicht können wir das mit ein bisschen Fake-Blut und den Zähnen ändern. Vielleicht sehe ich dann doch so ein bisschen gruseliger aus. Das Blut trage ich mit der weißen Seite davon auf. Ich gebe ein bisschen was davon auf die Lippen. Ist einfach als Lippenfarbe. Gar nicht so schlecht, oder? Und dann kommt was... dieses Blut ist so ekelhaft. Hier runter. Also dieses Blut ist echt nicht dafür geeignet. Ich bräuchte das sonst, das runterrinnt. Boah, ich habe das gerade schlecht gemacht. Ich habe das gerade so schlecht gemacht. Okay, warte, ich muss das fixen. Jetzt ohne Witz, ich krieg's besser nicht hin. Wenn ich eine Sache hier gerade lerne, ist, dass Qualität wirklich einen riesen Unterschied macht. Weil das sieht so belämmert aus, aber dieses Blut ist wie so
Wackelpudding und man kann das irgendwie nicht richtig steuern. Und ich würde sagen, um diesen wieder mal hässlichen Look zu vollenden, gebe ich mir die Zähne rein und ich bin gespannt, ob die jetzt passen, weil es hat ja eigentlich jeder ein anderes Gebiss. Hallo. Also die Zähne passen natürlich überhaupt nicht. Es ist sehr unklar. Es sieht aus wie Kinderzähne, es ist natürlich auch ein Kinderset, deswegen ist auch das klar, dass das Kinderzähne sind. Sind jetzt schon blutig. Und das hier, also, alles so weh. Oh, hast du das gesehen? Ich habe gerade angeschaut. Ah, oh, ganz interessant. Okay, das hier ist der fertige Look, der Dracula-Look. Ich würde sagen, der ist besser als der andere, aber trotzdem da nach unten von mir. Also ich kann nicht vorstellen, dass jemand den ganzen Abend... Ich muss diese Zähne rausnehmen. Ich kann nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich den ganzen Abend mit solchen Zähnen und diesem Make-up verbringen möchte, weil es ist so... Es ist besser als das andere Set, aber es ist trotzdem... Also vielleicht, wenn man Pinsel verwenden kann, das Ganze abpudern kann und vielleicht auch ein paar so Basic-Sachen dabei hat, dann ist es vielleicht ganz praktisch. Das ist vielleicht für ein Foto lustig, aber länger als eine Minute kann man den nicht tragen. Ich hoffe einfach mal, dass das dritte Set vielleicht das Beste wird. Ich habe mir dieses Kit hier extra für den Schluss aufgehoben, weil ich finde, dass das irgendwie am coolsten aussieht und ich mir da auch vorstellen könnte, dass das am ehesten wirklich so wird. Das Ganze hat 4 Euro gekostet und zwar ist das, ich weiß gar nicht, was das für ein Look ist, und ein Puzzle Black and White Skelett. Und hiermit tatsächlich mal ein paar andere Sachen dabei. Wieder halt diese Bodypaint-Farben und der Schwamm und auch dieses Schwämmchen. Also wir haben verschiedene Sachen zum Auftragen mal. Dann haben wir die Puzzle-Teile, die ich glaube ich, also ich weiß nicht, ob man das als Schablone verwenden oder aufkleben soll. Und wir haben 2 solche stiftartigen Dinge. Ich hole das mal hier raus. Vorsichtig, das ist eine Anleitung. Ich verstehe nicht, warum sie die Anleitung immer genau da machen, wo man das Ding dann runterreißt. Na. Ich hole mal diese Puzzleteile raus, weil das interessiert mich jetzt, was das ist. Auf der Anleitung ist wieder mal wirklich absolut nichts abgebildet. Ich weiß, kann man sich die draufkleben? Oder sind das Schablonen? Ich glaube sogar, das sind Schablonen und man soll das alles drauf malen. Glaube ich. Ja. Die Farben kennen wir ja mittlerweile. Wisst ihr, wie begeistert ich von diesen Fettfarben bin? Ich glaube, die werde ich jetzt auch für meine zukünftigen Halloween-Looks verwenden. Und auf der Anleitung sieht es ganz so aus, als sollten wir mit dem schwarzen Teil starten. Ich nehme wieder mein Schwämmchen und tauche das in die schwarze Farbe. Und ich versuche das diesmal so ein bisschen schlauer anzugehen. Weil dieser Look muss jetzt bitte gut werden, wenigstens einer. Das Puzzleteil lege ich mir jetzt hier so dran. So, und dann tue ich mit dem Schwamm oben drüber gehen. So, anscheinend auch auf meinen Nagel drauf, aber egal. So. Ich glaube, das sollte reichen. Und jetzt ist da hoffentlich drunter ein Puzzleteil. Ich meine, es ist ein bisschen wonky, aber es ist okay, oder? Also ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Dann kommt hier noch einer auf die Stirn drauf. Ist auf jeden Fall so ein bisschen eine Sauerei. Also das andere war besser. Das Unnötige ist, irgendwie sind das zweimal dieselben Puzzleteile, oder? Ja. Ich meine, man kann es ja noch einmal spiegelverkehrt machen und so, aber auf seinem Bild hat halt... ganz viele verschiedene und das kann ich halt nicht machen. Zum Beispiel das hier. Ich mache jetzt noch ein letztes hier drüben. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal so an Puzzleteilen. Was kommt als nächstes dran? Ich nehme jetzt diesen schwarzen Stift, der da drinnen war. Und damit male ich mir jetzt irgendwie ungefähr sowas vor. Das sieht hier bei ihm übrigens auch so aus wie Puzzle. Finde ich sogar ganz cool. So ungefähr. Ich werde jetzt ein bisschen was mit dem schwarzen hier noch so ausmalen versuchen. Obwohl der ist leider auch nicht so gut pigmentiert, dieser Stift. Also ist halt auf jeden Fall nicht so pechschwarz wie jetzt auf seinem Bild, sondern eher so grollen, nicht grau, aber halt so, ihr wisst schon, was ich meine. Und den ganzen Rest male ich jetzt mit dem schwarzen Bodypaint aus und mache das Ganze so schwarz wie möglich. Auch komplett das Auge und meine Augenbrauen und alles schwarz anmalen. Also wie ihr sehen könnt, ist es mal wieder sehr nass und glänzt sehr und es ist auch nicht, es ist sehr fleckig und... Aber besser kriege ich es leider nicht hin mit den Sachen, die ich hier habe. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Und da sollen wir laut Anleitung jetzt, glaube ich, diese weißen Puzzleteile anmalen. Es gibt nur eine Sache, die mich sehr wundert. Und zwar haben wir diesen schwarzen Stift hier. Und dann haben wir einen grauen. Das finde ich sehr eigenartig. Deswegen werde ich das jetzt nicht mit dem grauen machen. Ich weiß nicht genau, was sie von mir wollen mit dem grauen. Deswegen werde ich das mit der weißen Bodypaint-Farbe und diesem kleinen Schwammapplikator machen. Also ich tauche das hier schön ein und dann versuche ich das hier schön auszumalen. Oh. Oh nein. Das ist so schwierig mit diesem Schwämmchen, weil man da irgendwie gar keine so Kontrolle drüber hat. Und dann vermixt sich das die ganze Zeit mit diesem Schwarz, weil dieses Schwarz so schleimig und ist. Also ganz ehrlich, besser als so kriege ich es leider nicht hin. Ich habe mir gerade echt Mühe gegeben. Besser wird es nicht. Ich würde sogar sagen, der hier ist ganz okay geworden. Also ist er natürlich jetzt nicht perfekt oder richtig schön, aber es geht.
bei dem ja die Schablone so schlecht funktioniert, dass ich nicht mal weiß, wo genau das Puzzleteil sein soll. Okay, ich würde sagen, den lassen wir einfach mal. Weiter. Wird doch da unten hier im Kinn. Das Blöde ist, dass er weit unten, dass ich da nicht so gut hinsehen kann. Okay, also ich bin bis jetzt halbwegs zufrieden. Es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Ich habe es mir auch tatsächlich ein bisschen besser vorgestellt. Das heißt, ich hoffe, die nächsten Schritte reißen es noch ein bisschen raus. Wir sind nämlich schon bei Schritt 2 angekommen. Was passiert denn hier? Andere Seite weiß anmalen, wieder ein paar Puzzleteile und so ums Auge herum auch so ein Puzzleteil. Bin schon so verwirrt, dass mir gerade nicht einfällt, ob man Puzzle oder Puzzle sagt. Ich puzzle, ich puzzle, puzzle, puzzle. Ich mache hier im Kinn ein Puzzleteil. Ich hoffe, dass das jetzt so ein Stempel fast ist. Oh yeah, das ist genial. Das ist genial, weil das waren noch die Überreste von vorhin. Und dann nehme ich mir wieder meinen kleinen Stift und male mir übers Auge eins auf. Das ist so halb Puzzleteil, halb so Skelettauge. Bei ihm sind aber seine Augenbrauen abgedeckt, was irgendwie unfair ist, weil das kann ich jetzt nicht machen. Deswegen mache ich das so über die Augenbrauen drüber. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie diese Blumen von SpongeBob, die so im Himmel immer sind. Und das wird eigentlich ganz schwarz ausgemalt. Genauso wie das Puzzleteil. Und jetzt male ich mich, glaube ich, erstmal komplett weiß an. Ich bin gerade so ein bisschen lost, um ehrlich zu sein, was ich jetzt machen soll. Ich habe hier mein Schwämmchen, das komplett angesaut ist. Ich glaube, ich drehe es um und verwende die Seite und hoffe einfach, dass ich das nicht irgendwie vermixt. Wird wieder so ein richtig schönes, öliges Gesicht. Lecker. Genauso liebe ich das. Und dann kommt wieder das Schwämmchen zum Einsatz. Und damit... ich habe gerade mit meinem Nagel voll reingegriffen in die schwarze Farbe. Und damit... versuche ich jetzt so die Kleinigkeiten so hier in diese Rillen rein weiß zu machen. Ich will nicht mehr. Das ist so anstrengend mit diesen Farben. Es schmiert alles die ganze Zeit so rum. Huch, das war echt anstrengend, aber ich habe es geschafft. Ich bin einfach noch immer der Meinung, wenn diese Schminke nicht ganz so ölig wäre, dann würde es gar nicht mal so schlecht aussehen. Ich meine, es sieht einfach nur so glänzend und glibbrig aus. Und man merkt richtig so, wenn ich einmal nur so in meinem Gesicht machen würde, es wäre alles weg. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da mit Puder überhaupt drüber gehen könnte. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich da so Puder drauf geben würde, dass ich dann alles nur komisch liften würde und dann noch schlimmer aussehen würde. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bringen wir das Ganze jetzt mal zu Ende. Wir sind noch immer bei Schritt 2. Jetzt mache ich die Nase und hier bei der Wange. Was? Dafür verwende ich den schwarzen Stift. Der vermischt sich jetzt natürlich extrem mit dem Weiß. Das heißt, es sieht alles eher ein bisschen gräulicher jetzt aus. Aber es könnte schlimmer sein. Dann kommt der Mund dran. Und der letzte Schritt ist fertig machen. Also, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Make-up-Produkte da drin oder die Anleitungen. Also ich versuche jetzt mit diesem schlecht pigmentierten, ungespitzten Ding so Zähne zu machen. Das könnte in die Geschichte eingehen. Als die hässlichsten Zähne, die jemals geschminkt wurden. Normalerweise kann ich das besser, ich schwöre. Und es ist so schwierig, es ist alles so schmierig hier unten. Ich kann gar nicht malen, ich kann gar nichts machen eigentlich. Ich wünschte einfach, ich hätte so ein bisschen Puder und einen Eyeliner oder irgendwie einen richtigen Pinsel oder sonstiges. Aber ich will noch nicht aufgeben, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich glaube, ich verwende jetzt diesen silbernen Stift oder diesen grauen Stift zum Schattieren so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, je mehr ich mache, desto schlimmer wird das Ganze. Such mal hier oben das Ganze noch so ein bisschen cooler zu machen. Schau mal, wenn ich hier jetzt versuche, mit dem grauen Stift so ein bisschen so zu schattieren, dann verschmiert mir das nur mein Weiß und macht alles noch 100-mal hässlicher. Ich glaube, die Seite ist jetzt für mich fertig. Ich kann nicht mehr. Es fehlt jetzt, glaube ich, nur noch eins, was wahrscheinlich am schwierigsten wird, weil ich noch immer nicht ganz checke, wie das funktionieren soll. Und zwar diese weißen Outlines hier von den Puzzleteilen. Weil wir haben ja eigentlich nur einen silbernen Stift. Soll ich es jetzt einfach mit dem probieren? Weil mit dem und Weiß ist das ja unmöglich. Ich glaube, ich versuche das jetzt zu freehanden. Okay, es passiert absolut nichts. Ich schon ein bisschen nehme mir ein Ohrenstäbchen. Das sieht so kacke aus. Oh mein Gott. Ach, egal. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer, Leute. Das wird immer schlimmer. Und da versuche ich jetzt mit diesem Weiß drüber zu gehen. Okay, stopp, so lasse ich es jetzt, weil ich glaube, ab jetzt wird es nur noch immer schlimmer und schlimmer, wie man es hier gerade gesehen hat. Ich glaube, auch mein cooler schwarzer Umhang kann diesen Look hier nicht retten. Expectations, Reality. Das ist so richtig dieser Look auf Wish bestellt. Ja, was soll ich noch sagen? Dieser Look ist leider auch durchgefallen. Bei dem hatte ich tatsächlich wirklich die höchsten Erwartungen. Ich dachte sogar, das könnte ein solider Look werden. Aber ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich schwöre, ich habe mir wirklich extrem Mühe gegeben mit den Farben. Das ist einfach
unmöglich. Also wer das so hinkriegt mit den Sachen, der hat meinen größten Respekt. Und obwohl ich schon so nahe an einem Nervenzusammenbruch war, hat es trotzdem Spaß gemacht, diese ganzen Sets mal auszuprobieren. Ich gehe da immer am Geschäft dran vorbei und mich hat das schon immer so ein bisschen interessiert, wie die denn so wirklich sind. Und wie man hier auch gut an meinen Augen so erkennen kann, sind die sehr schmierig. Ich glaube, ich habe in diesem Video 40 Mal das Wort schmierig und ölig gesagt. Ich hoffe natürlich sehr, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, würde ich mich selber den Daumen nach oben freuen und kommentiert ihr gerne, welchen von den dreien Looks ihr noch so am besten fandet. Ich kann mich nicht entscheiden, einer schlimmer als der andere. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Tschüss und Happy Halloween!